Guten Morgen! Ich drehe heute einen Vlog auf Oberösterreichisch, Back to the Roots. Ich bin eigentlich ursprünglich aus Vöcklabruck, aber ich bin vor 2 Jahren nach Wien gezogen, beziehungsweise Klosterneuburg, so ein Randbezirk von Wien, also früherer Randbezirk. Und dadurch, dass ich in meiner Arbeit Hochdeutsch rede und mit dem Alex auch, den ich bald heirate, und eigentlich mit allen Menschen in meiner Umgebung, ist es für mich gerade voll schwierig oder halt ungewohnt, dass ich im Dialekt rede. Aber die Nachfrage nach einem Vlog im Dialekt war groß. Oder beziehungsweise generell ein YouTube-Video im Dialekt. Es funktioniert voll organisch für mich, wenn ich mit meiner Mama zum Beispiel telefoniere oder mit meinem Papa oder meiner Schwester. Aber so jetzt in die Kamera reden im Dialekt ist bisschen komisch. Ich bin jedenfalls vor einer halben Stunde circa aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und habe mich geschminkt. Und ich bewundere wirklich die Leute, die sich jeden Tag so einen Eyeliner machen, weil ich brauche dafür wirklich Ewigkeiten. Und er schaut immer noch nicht gleich aus. Mir ist ein bisschen schlecht, weil ich war gestern ein bisschen betrunken, weil Rotwein ist relativ lecker. Wenn du keine Zitronenpresse daheim hast, dann nimm einfach eine Gabel. Aber das ist ein Kern, weg. Ich esse normal. So, hallo und herzlich willkommen. Ups, ich esse eigentlich normalerweise Haferflocken zum Frühstück. Das habt ihr wahrscheinlich eh schon in den vorigen Videos gesehen. Aber heute gibt es Naturreisflocken. Ich weiß nicht genau, wie die schmecken, aber ich bin einmal ziemlich zuversichtlich und werde das einfach mal nach Packungsbeilage zubereiten. Ich wiege natürlich nicht mein ganzes Essen, aber so Haferflocken und so wiege ich schon, weil ich das nie ganz check, wie viel das dann schlussendlich wird. Und bei Haferflocken ist ich meistens so irgendwas zwischen 40 und 60 Gramm. Ja, 49 Gramm. Schaut doch gut aus, oder? Jo! Ich habe jetzt einfach einmal Wasser drüber gegeben und werde das für circa 15 Minuten köcheln lassen und schauen wir dann, wie es ausschaut. Upsi, ich wollte es eigentlich mit Hafermilch machen, aber ich habe es vergessen. Mit Wasser geht es sicher auch. Wird halt nicht so cremig. Okay, das ist jetzt das fertige Frühstück, der fertige Reisbrei. Mit frischen Himbeeren und gefrorenen Mangos. Ma, ich muss euch dann einen Kuchen zeigen. Oder beziehungsweise Torten, die ich gestern gemacht habe für den Alex. Und dafür habe ich die gefrorene Mango gebraucht. Und Walnüsse, Kokosjoghurt, Mandelmus, Mohn, Leinsamen. Genau. Mahlzeit! Es schmeckt interessant. Gut. Es schmeckt ein bisschen nach Reis, aber eher süßlich. Also ein bisschen wie Milchreis, obwohl kein Milch drinnen ist. Ich finde es super lecker. Ich würde es gerne wieder machen. Reisflocken, geil. Es ist so schön draußen. Ich gehe jetzt mit Alex Mama spazieren im Wald. Aber ich werde euch nicht mitnehmen, weil ich wie gesagt mit Alex Mama gehe und das wird einfach ein schöner Freundspaziergang. Ja, bis später auf jeden Fall. Ich habe jetzt aufgegessen, alles zusammengegessen. Ich nehme mir was zum Trinken mit. Hab das an. Voll spektakulär. Es ist mega heiß draußen, es wird extrem anstrengend, weil es zu Hause ist, also bis dann. Das ist die Torten, von der ich jetzt gesprochen habe, von der werde ich jetzt ein Stück essen, das ist ein Cheesecake. Da drinnen sind Brokkoli, Karotten, Rotkraut und Kräuterseitlinge mit ein bisschen Gemüsebrühe und die werde ich jetzt einmal anbraten. Das ganze Gemüse ist jetzt gekocht und wir legen es jetzt dann aber auf eine Pizza. Das ist übrigens ein Käse aus, also so parmesanartiger Käse, aus Hefe und Cashews und Salz. Es ist fertig! Wow, wir essen jetzt einmal die eine Hälfte auf jeden Fall. Also jeder isst eine mit ein bisschen Ketchup. Ich habe Curry-Ketchup, der Alex hat ein zuckerfreies Ketchup. Ich bin ziemlich sicher, dass wir beide nur die andere Pizza essen, aber wir schauen einmal. Und da ist die zweite, wie ich prophezeit habe. Hallo, es ist jetzt schon wieder der nächste Tag. Wir haben gestern gar nichts mehr gemacht, außer Tee trinken und eben zwei Pizzen aufgegessen und irgendwas geschaut, ich weiß jetzt gar nicht mehr was.
irgendeinen ganz lustigen Film. Normalerweise essen wir eigentlich immer Nachspeise, aber gestern haben wir das nicht gemacht, weil wir haben unser Schokolade schon am Tag davor aufgegessen und gestern hat nichts offen gehabt, weil es war Sonntag. Hm. Gebt mir bitte am besten Feedback, wie das angekommen ist mit Dialekt-Vlog bzw. Oberösterreichisch Back to the Roots. Wenn sich interessiert, kann ich das auf jeden Fall öfters machen. Wenn nicht, dann, naja, Feedback ist auf jeden Fall hilfreich. Schönen Tag wünsche ich euch und stay at home!